Wer den Begriff Unternehmensberatung hört, denkt oft an große Beratungsunternehmen, die Konzerne betreuen. Die Mehrheit der Unternehmensberatungsunternehmen in Österreich sind jedoch kleine oder Einpersonenunternehmen, die sich auf die vielfältigen Bedürfnisse von Klein- und Kleinstunternehmen spezialisiert haben. Unternehmensberatung auf Augenhöhe für unsere KMUs sozusagen. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin die Sprecherin der Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer Wien und selbst Unternehmensberaterin seit vielen Jahren. Ich zeige Ihnen in diesem Video anhand von konkreten Beispielen aus meiner praktischen Tätigkeit, was genau Unternehmensberatung für Sie und Ihr Unternehmen leistet. Denn sicher gibt es auch in Ihrem Unternehmen Fragestellungen, die professionelle Unternehmensberatung gemeinsam mit Ihnen rasch und effizient lösen kann. Aber sehen wir uns konkret aus dem Unternehmensalltag an, wie Ihr Unternehmen von einer Unternehmensberatung profitiert. Auch wenn Sie aus Ihrer Perspektive immer alles richtig gemacht haben, kann es vorkommen, dass Umstände dazu führen, dass Ihr Unternehmen nur weitergeführt werden kann, wenn es saniert wird. Bei dieser Herausforderung stehen viele Unternehmen an. Diese dramatische Unternehmenssituation muss von den Unternehmerinnen und Unternehmern nicht allein bewältigt werden. Sich dabei eine Fachmeinung in der Unternehmensführung an die Seite zu holen, ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Kompetenz des Managements. Es schätzt den Ernst der Lage richtig ein. Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater sind Experten auf dem Gebiet Unternehmensführung. Wer auf Unternehmenssanierung spezialisiert ist, weiß ganz genau, was zu tun ist, was vorzubereiten und zu verhandeln ist, um das Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Potenzielle Geldgeber in derartigen Unternehmensphasen vertrauen auf die externe Unterstützung von professionellen Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberatern. Den Anfang des gemeinsamen Sanierungsprozesses macht eine Analyse der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Darauf basierend werden Strategien entwickelt, wie das Unternehmen wieder auf die Erfolgsstraße kommen kann. Das können unterschiedliche Maßnahmen sein, Personalschulung, Personalabbau, aber auch grundlegende Entscheidungen. Beispiele dafür sind Produktinnovationen, Umstellen der Produktion, aber gegebenenfalls auch eine Änderung des Zielmarktes. Ihre Unternehmensberatung leitet den Prozess. Sie konzentrieren sich auf die Entscheidungen. Testen Sie doch den Unterschied und kontaktieren Sie eine Unternehmensberatung. Sie finden Spezialistinnen und Spezialisten im Firmen-ABZ der WKU. Unternehmensberatung macht Zusammenhänge wirksam.